Sie blickt über ihre Schulter auf die Elfen hinter sich. Einige Mitglieder meines Clans reden empfindlich bei diesem Punkt. Deshalb solltest du den Schrein besuchen und dann gehen. Was tust du hier? Mein Clan ist aus dem ewigen Weiß hergereist, um Rimgard hier in Mittagsfrost zu würdigen. Wir hatten erfahren, dass dieser Ort seit Jahren verlassen war und werden wir es für unsere Pflicht, uns um einen der ältesten Tempel des Gottes zu kümmern. Er rollt mit den Schultern nach hinten. Es war eine lange Reise, aber Rimgard fordert Beharrlichkeit. Gewiss wird er uns für die unsere belohnen. Sagaris Mund ist ein grimmiger dünner Strich, das hoffe ich. Ich suche nach dem Frostbruch. Ihre bleichen Wangen erröten kaum merklich. Wie ich schon sagte, nur der Schrein im Ostwing ist geöffnet. Der Rest des Tempels ist für Besuch im Augenblick nicht zugänglich. Ich rate dir, deine Opfer darzubieten und dann zu gehen. Ihre Wangen erröten, Wächter. Vielleicht hat sie falsch verstanden, was du mit Frostbruch meintest. Nein, Dorenz. Dann auf Wiedersehen erstmal. Hier sind Bleichelfen, Paladine. Zauberer und Mombe-Paladine. Sie hat uns gerade begrüßt, gell? Design dieses Buches glänzen nach einer Frostschicht. Und da hinten sind Leute eingefroren. Oder Schemen von Leuten. Osten ist oben. Jede Linie und Falte im wittergegerbten Gesicht dieses Kriegers wurde aus dem Eis gehauen oder gemeißelt. Ja, und diese Türe da sieht verschlossen aus. I can do that. Die Tür hier benötigt? Nein. Huh? I've got it. Finished. So, einfach nur um die XP zu erhalten. Für das Knacken des Schlosses. Kein Schritt weiter. Oh, Entschuldigung. Kehrt um und durchquert keine Türen. Die Hallen hinter uns gehören Rimgard und seinen Anhängern. Okay. Vielleicht finde ich ja jemanden. Ich höre auf jeden Fall ziemlich komische Geräusche. Halt, Wanderer. Mhm. Es ist verboten, die Tür zu betreten. Dringe nicht gegen unseren Willen ein. Okay. Hier ist ein Eisbecken. Das Wasser dieser Quelle ist gefroren und die kleinen Fische aus dem See sitzen nun unter dem Tempel fest. Okay. In eisigen Spiegel hinter dieser Statue bricht sich das Licht im Tümpelchen. Ah ja. Schicke Eiskunst haben sie hier. Ich weiß nicht, sind es die Anhänger Rimgrad selber, die hier für Probleme sorgen? Wow, das ist ein schwieriges Tor. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Einfach nur an den beiden vorbei. Toll, wenn ich die Tür knacke, werden alle aggressiv. A simple tale. Ja, werden sie. Geht bei Quicksave dieses Mal, bitte. Irgendwas hat den letzten Quicksave korrumpiert, ich weiß auch nicht warum. Die einzige unbewachte Tür, die ich knacken kann, ist die da oben. Right. Nein, diesmal sehen beide Leute noch alle in Ordnung aus. Eyes open. I've got it. Okay. Bleichelfen-Paladin. Der rätselhafte Gott der Kälte.
Das ist jetzt nicht so gut. Verteidigung. Nein. Ich will im Mittagsforst niemanden töten. Die sind Diener von Rümgrad. Da bleibt nur noch die große Türe, die ich wahrscheinlich nur mit die, obwohl ich habe Stufe 9. Könnte ich sie vielleicht knacken? Sure. Okay, ein Dietrich brauche ich. Finished. Dann warten wir mal, bis das nachgelassen hat. Gehen durch die große Tür hier. Ah, nein. In das weiße Nichts. Oh shit. I'll get it open. Finished. Da ist nichts drin. I've got it. Finished. Ist hier der Frostbruch? Nein, ist er hier weiter? Oh. Jetzt haben sie mich entdeckt, oder? Also dich nicht der Vorteil siehst, wird es plötzlich merklich kühler. Etwas entzieht der Luft auch dieses letzte bisschen Wärme. Der Atem aus deiner Lunge ist kalt, als er deine Lippen entweicht. Du siehst eine Türöffnung, die mit glitzerndem Eis bedeckt ist. Davor ist der Umriss eines Elfen zu sehen, der die Arme ausgestreckt hat. Der Bleichelf wendet sich dir zu. Sein elegantes Gesicht ist von Erschöpfung gezeichnet. Er reibt sich mit dem Handball ein rotes Auge und du bemerkst, dass sein kleiner Fingerbeil zu einem schwarzen Stummel verkümmert ist. Bei den Göttern, ich kann mich kaum mehr konzentrieren. Er blinzelt. Du gehörst nicht zu uns. Die anderen werden sich nicht täuschen lassen, wenn sie dich herumschleichen sehen. Rümgrad schickt mich, um den Frostbruch zu schließen. Seine roten Augen weiten sich. Du besitzt Mitgefühl. Möchtest du uns hier noch 100 Leben lang einsperren? Er schüttelt den Kopf. Die Erschöpfung schleicht sich wieder in seine Augen. Wir können so nicht weiterleben. Wir müssen einen Weg in das weiße Nichts finden. Das weiße Nichts? Rimagon's Domain. A place where all things are mingled like snowflakes in a blizzard. It's a vortex of such chaos that even the Beast of Winter himself could not calculate the trajectory. The infinite particles of essence there. As souls are broken down over successive reincarnations, they become part of the white void. It is a place where all things find perfect unity and freedom. Rimgards Reich, ein Ort, an dem alle Dinge wie Schneeflocken in einem Schneesturm herumgeschleudert werden. Ein solch chaotischer Wirbel, dass selbst die Winterbestie, selbst die Flugbahn der unendlichen Essenzpartikel nicht berechnen könnte. Zerfällt eine Seele durch wiederholte Reinkarnation langsam, so wird sie Teil des weißen Nichts. Dort finden alle Dinge perfekte Einheit und Freiheit. The Frosthewn Breach is a weak spot in the barrier between us and the White Void. Thin ice on a frozen lake. Er blickt auf die mit Eis versperrte Tür. Der Frostbruch ist eine Schwachstelle in der Barriere zwischen uns und dem weißen Nichts.
Dünnes Eis auf einem gefrorenen See. Wir sind aus dem ewigen Eis gekommen, um ihn zu finden. Aus dem ewigen Weiß. Und ihr wollt jetzt weiße Nichts. Ganz toll. Und ihr wollt den Bruch öffnen. Permanently. We've lived more lifetimes than any mortal should. We've been faithful followers of Remagon since our earliest incarnations. He's the god of entropy. Why would he force us to be reborn again and again? Damit wir sterben können, dauerhaft. Wir haben mehr Leben gelebt, als ein Sterbliches sollte. Er schüttelt den Kopf. Seit unserer frühesten Inkarnation sind wir treue Anhänger Rimkrans. Er ist der Gott der Entropie. Warum sollte er uns zwingen, wieder und wieder neu geboren zu werden? But if anything could pass through the Frosthume Breach, it would enter directly into the White Void. This death is overdue for us. We just have to find a way through. Glavas streckt sich in Richtung des eisgefüllten Ganges und lässt die Welle der Kälte über sich fließen. Aber wenn etwas den Frostbruch durchqueren würde, würde es geradewegs im weißen Nichts landen. Dieser Tod hätte uns schon längst zu Teil werden müssen. Wir müssen nur einen Weg hindurchfinden. Erzähl mir von dir und deinem Volk. Wir nennen uns Glamfellen. Die meisten hier kennen uns als Pale Elves. Wir hailen von dem White, das wendet, ein glacial Kontinent am südlichsten Ende von Aeora. Ja, genau, wir haben. Wir nennen uns die Glamelfen. Die meisten hier kennen uns als Bleichelfen. Wir kommen aus dem ewigen Weiß, einem Gletscherkontinent am südlichen Ende von Aeora. Sag an die nichts. Sie sind Nomaden, ein zähes Völkchen. Einige der Stämme verbringen gelegentlich eine Jahreszeit in Sydnasitak. Wir haben eine Watcher in unseren Ländern eine Saison gegeben und haben sie gebeten, uns über die Origine unserer Seelen zu erzählen. Wir wollten die Essenz kontemplieren, die uns füllt, und überlegen, wie Remagond uns schattern und uns sowieso, wenn unsere Tage verbringen. Wir haben vor einer Jahreszeit eine Wächterin in unseren Landen empfangen und sie dafür bezahlt, uns die Herkunft unserer Seelen zu nennen. Wir wollten die Essenz verstehen, die uns erfüllt, und überlegen, wie Rimgrad uns zerschlagen und neu aussehen könnte, wenn unsere Tage gezählt sind. Er beugt den Kopf und drückt seine blutlosen Lippen aufeinander. Wir waren nicht vorbereitet auf das, was wir erfuhren. Die Wächterin war auch nicht. Sie erklärte, dass jeder von uns über Jahrhunderte hinweg neu in den Clan hineingeboren wurde. Vollständig geformt, über Generationen hinweg, bis hin zu den ersten Tagen und denen an denen unser Volk einen Fuß in das ewige Weiß setzte. Wir waren von der Gnade, die unser Gott verspricht, abgeschnitten worden. In jener Nacht begann unsere Erweckung. Wir erlebten Fragmente unserer früheren Leben, alten Hass, tote Leidenschaften, verschlungene Erinnerungen. Es beleuchtete nichts als die Erkenntnis, dass wir dazu verdammt sind, 1000 sinnlose Leben zu führen, ohne Rimgrads Erlösung hier näher zu kommen. Anders lebten sie zusammengepresst, drin und blutlos. Ein dunkler Ausdruck hängt in seinen Augen. Wir wollen sterben. Wir wollen, dass Rimgrad unsere Seele mit Äther verstreut, auf das ihr Millionen Fragmente sich mit dem Weißen nichts vereinen können. Er blickt auf seine Hände und auf den abgefrorenen Finger. Mein Ergemacht Bi hat bisher keinen Weg gefunden, den Frostbruch zu öffnen, aber es muss einen Weg geben. Ihm den leuchtenden Kristall geben. Man kann sich dem Willen eines Gottes nicht widersetzen. Ihm den leuchtenden Kristall geben. Rimgrad gab mir diesen Eissplitter, um den Bruch damit zu schließen. Vielleicht führt er euch hindurch. Ach, das ist immer so mies, solche Entscheidungen zu treffen. Helfe ich Rimgrad oder helfe ich dem Bleichelfen? Oder helfe ich dem Bleichelfen oder mit gleichzeitig Rimgrad? Fragen über Fragen, weil wenn das wirklich stimmt, was er sagt, dann haben sie es wirklich verdient, da durchzugehen. Also geben wir ihm den Eiskristall. Glavas legt seine Hände um den Splitter, sein Gesicht wird vor seinem gefrorenen Glanz erhellt. Ein Zeichen von der Winterbestie selbst. Er umschließt den gefrorenen Kristall mit den Händen. Du hast uns ein Geschenk gemacht, das uns über viele Jahrhunderte verwehrt war. Danke sehr. Er ruft die übrigen Bleichelfen zusammen und sie versammeln sich um den Frostbruch. Okay. Bitte hoffentlich verschwinden alle. Oh, Gott sei Dank. Die schimmernde Einfahrt scheint alle Wärme aus dem Raum zu ziehen. Die Kälte verbrennt hier die Haut. Okay, zwei Ereignisse. Aha. Bedeutendes Abenteuer hinzugefügt. 4 Runden. Hier Varias.